Das ist eine italienische Hausorgel. Die kommt aus Norditalien, Modena. Und wie alt sie genau ist, wissen wir nicht, aber wir schätzen sie, dass sie so zwischen 200 und 250 Jahren alt ist. Es fehlen in der Tiefe die Töne Cis, Dis, Fis und Gis, weil die in den Tonarten, in den mitteltönigen Tonarten nicht gebraucht werden. Nicht? Und das ist natürlich sehr raumsparend, denn das sind große Pfeifen, die dort fehlen. Und deshalb kann das Gehäuse dann auch kleiner gehalten werden, was für eine Hausorgel im Dorf von so großem Wert war. Ja, wir haben sie also 1981 aus Italien bekommen. Und 83 ist das Instrument dann hierher gekommen. Ich bin sehr froh darüber, dass es hier in diesem Raum steht, weil es immer gut klimatisiert ist. Das ist ja sehr wichtig für Orgeln und für diese alten Orgeln ganz besonders. Ja, die Orgel hat einen 8-Fuß, das ist dieses, einen 4-Fuß. Dann haben wir noch einen Tremulanten. Mal sehen, ob er geht. Ja. Wir haben hier in der Orgel, jetzt haben wir Motorwinden, aber hier unten drin liegen zwei Bälge, die man, sogenannte Schöpfbälge, die man betätigen kann. Und dann kann man eben auch ohne Strom spielen. Wenn man heute alte Orgeln restauriert, die früher einen Blasebalg hatten, dann macht man auch, wenn er zwischenzeitlich verloren gegangen ist, wieder einen neuen Blasebalg. Denn der Wind, der aus einem Blasebalg kommt, ist schöner als einer, der durch einen Motor erzeugt wird. Die Turbulenzen eines Motors, die hört man eben, ganz gut Ohren hat, hört man die tatsächlich heraus, während bei dem Balg geht ganz langsam mit der Wind rausgelassen und immer abwechselnd einmal der eine und einmal der andere. Und dadurch kriegt man dieses schöne, ruhige Spiel. Ja.